kleines Experiment machen. Ich bitte mal, euch die Hand zu heben und auch oben zu lassen, wer am vergangenen Sonntag die Predigt gehört hat. Bitte mal die Hand oben lassen. So, okay. Zweite Frage, noch oben lassen die Hand, bitte. Wer von euch weiß, von denen, die die Hand gehoben haben, wer letzte Woche gepredigt hat? Die lassen die Hand bitte oben. So, und wer von euch weiß, worüber Richard Mang gepredigt hat? Was war sein Thema? Gut, 10 Leute. Also, ein Grund, heute zuzuhören. Ihr habt nämlich eine außergewöhnliche Predigt verpasst. Unbedingt nachhören. Da geht's um die Bedeutung, ging es um die Bedeutung des Reiches Gottes. Und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Also mein Herz jubelt heute noch und ich trete heute in große Fußstapfen, wenn ich heute predige, die letzte Predigt unserer Reihe Christus konsequent nachfolgen. Und von Anfang an haben mich diese beiden Fragen der Predigt, des Buches Christus konsequent nachfolgen sehr betroffen gemacht. Glaubst du allem, was Jesus sagt und tust du das, was Jesus sagt? Und ich habe natürlich in meinem Leben festgestellt, nein, ich glaube nicht alles. Ich glaube, dass das Gottes Wort ist und dass das wahr ist, aber manches kriege ich in meinem Leben noch nicht zurecht. Alles, was ihr erbittet werdet in meinem Namen, das wird euch gegeben werden. Als Beispiel, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Was tun wir, was habe ich getan? Zuerst mal gucken, wie wird es mit der Schule, kriege ich eine Frau ab, wie kann ich mein Geld verdienen, wie kann ich meine Rente sichern, wie kann ich mir ein Auto kaufen, ein Haus bauen, Kleidung, Essen, Freundschaften, das war Fernsehen, Kino, das war mein Leben. Aber trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Mit 12 Jahren bin ich Christ geworden und das war eine klare Entscheidung. Aber ich bin noch kein Nachfolger von Jesus geworden. Ich bin einer geworden, der ganz klar sagen konnte, Jesus gehört jetzt zu mir und ich glaube an ihn, gar keine Frage. Und es brauchte nochmal 5 Jahre, bis ich zu meiner Schwester nach Minden fuhr und dort wurde ein Missionszelt aufgebaut. Ein großes, ich schätze mal so 2000 Menschen passten dort rein. Baptistengemeinde Minden hat eine Evangelisation durchgeführt und da saß ich mit meinen 17 Jahren völlig erwartungslos. Und habe gedacht, naja, das läuft jetzt hier so ab, wie es immer abläuft. Und eine Predigt und so, mehr oder weniger langweilig, hoffentlich gleich vorbei. Die Teenies mögen heute Morgen ähnlich denken. Aber dann spielte die erste freikirchliche Band, die ich kennengelernt hatte, die es wahrscheinlich in Deutschland gab. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie hießen. Ich hatte noch nie eine Band gehört. Und die hatten richtig ordentlich ins Schlagzeug gehauen und die sangen ein Lied. Und dieses Lied habe ich bis heute mit meinen 66 Jahren nicht vergessen. Da sangen sie, was könnte Gott aus deinem Leben machen, und zwar so in der Rockversion, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar. Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Das war nicht in meinem Blickfeld mit 17. Und ich habe ihm auch nicht bedingungslos vertraut, dass er mir meine Zukunft, dass er einen Plan hat für mein Leben, dass er mich lenkt. Und ich konnte nicht beten, Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Da war ich noch weit von entfernt. Ich brauchte noch einmal 7 Jahre, um das beten zu können. Herr, mach du mit meinem Leben, was du willst. Also war ich selber am Drücker. Ich war in weiten Teilen selber der Chef meines Lebens. Ich habe entschieden, was ich machen will und was ich nicht machen will. Das war 90% habe ich selber entschieden. Und dann fing Gott an, mir klarzumachen, dass er Nachfolger will. Und das begann während meines Studiums in Düsseldorf. Und ich hatte mit Gott einen Deal gemacht. Ich sage, Herr, ich muss irgendwann mal lernen, mit Geld umzugehen. Meine Frau kann ein Lied davon singen, dass ich mit Geld nicht umgehen kann. Also habe ich das mal gebetet und dann gehe ich an einen Kiosk während meines Studiums und kaufe mir eine Tageszeitung und eine Tafel Schokolade. So eine ganz normale Schokolade gab es damals mit Sichtfenster und da konnte man die Haselnüsse drin sehen. Die Älteren unter uns werden sich noch an die Marke erinnern. Und der Mann reicht mir die beiden Teile und der Herr sagt mir,
Hilmar, wir hatten noch einen Deal gemacht. Ich entscheide, wie du dein Geld aussiehst. Gib die Schokolade zurück. Ich denke, Herr, bist du's? Er war's. Ich habe dann, es ist mir peinlich, ich habe mich doch anders entschieden und habe die Schokolade dann zurückgegeben. Geh über die Straße in meine Mietwohnung, die ich hatte, so eine Einzimmerwohnung, eine Bettwohnung. Und meine Vermieterin macht mir die Tür auf, was sie sonst nie macht, und reicht mir zur Begrüßung exakt dieselbe Schokolade. Da wusste ich, das war vom Herrn. Ich musste lernen, auf seine Stimme zu hören. Und ich wünsche uns, dass wir das heute auch tun, auf Gottes Stimme hören. Das leise Reden Gottes, sei dir bewusst, Gott wird dich heute Morgen nicht anschreien. Er wird ganz leise und zart und liebevoll mit dir reden. Aber ich lade dich ein, dann zu reagieren und dann ihm eine Antwort zu geben. Wir haben vorhin von Ortwin gehört, die vier Solas. Das ist die Basis unseres Glaubens. Einen anderen Grund, schreibt Paulus im 1. Korinther 3, kann niemand legen als der, welcher gelegt ist in Jesus Christus. Er ist die Basis. Allein durch die Schrift, durch den Glauben, durch Christus, durch die Gnade. Das ist die theologische Basis. Und das werden viele von uns akzeptieren und sagen, ja, ganz nett. Und das drückt sich auch sehr emotional in unseren Liedern aus. Allein durch die Schrift, da denke ich an Dein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Fantastisch. Ich werde durch Gottes Wort geführt oder durch den Glauben. Ja, zu dir darf ich so kommen, wie ich bin. Was für ein Ausdruck des Vertrauens in Gott. Nur durch mein Vertrauen in Jesus werde ich ein Kind Gottes. Und alleine durch Christus. In Christus ist mein 99-prozentiger Halt. Nein, wir haben gerade gesungen, in Christus ist mein ganzer Halt. Glaubst du das? Glaubst du, dass es nichts gibt auf dieser Welt, an dem du dich festhalten kannst? Nichts, was wirklich trägt? Nichts, was deine Ehe, deine Beziehungen, deine Gesundheit, nichts, woran du dich festhalten kannst, hat Bestand als alleine in Christus. Jesus gibt unserem Leben Halt. Und letztes durch die Gnade, oh Gnade Gottes, wunderbar, ich bin gerettet, obwohl ich so bin, wie ich bin. Schau in den Spiegel und danke Gott, dass wir nicht durch Leistung gerettet werden, sondern dadurch, dass er uns begnadigt hat. Wir gehen frei aus. Wir dürfen zu ihm in den Himmel kommen. Das ist die Basis, ihr Lieben. Und da werden die meisten von uns jetzt auch noch mitgehen können. Und jetzt kommt Jesus. Und er macht deutlich, diese Grundlage, die muss uns in Bewegung setzen. Die macht uns zu Nachfolgern, diese Erkenntnis der vier Solas. Oder wir bleiben unheilbar religiöse Konsumenten. Wir sitzen unsere Gottesdienste ab. Wir schlurfen durch unser ganzes Christsein. Manches Schöne ist dabei, ein toller Lobpreisabend. Und so manche gute Predigt vielleicht auch, manches inspiriert uns. Aber wo ist die Kraft Gottes in meinem Leben und in deinem Leben? Wodurch kommt die Power in unser Leben? Wodurch kommt Begeisterung 7 Tage in der Woche in unser Leben? Das sage ich ganz besonders den jungen Leuten, die heute hier sind. Begnügt euch nicht damit, dass es einmal in der Woche einen netten Jugendabend gibt. Sondern Christsein ist ein Abenteuer, 7 Tage in der Woche. 7 Tage in der Woche lebe ich meine Beziehung zu Gott und Gott lebt mit mir und Gott will durch mich diese Welt verändern. Ich wünsche dir, dass du das als Sehnsucht in dein Leben bekommst. Und genau das ist, was Richard letzte Woche mit Begeisterung gepredigt hat. Reich Gottes bauen, dazu gehören zu dürfen und mitzuerleben, wie Gott diese Welt gestaltet und verändert, auf ein Ziel hinbringt, nämlich auf seine Wiederkunft, in der dann alles irgendwann und bald gut sein wird. Und was hat Jesus gesagt? Womit hat er seine Jünger, die er 3 Jahre lang gelehrt hat, verabschiedet? Nun mit dem sogenannten Missionsbefehl. Und diesen Missionsbefehl, mal sehen, ob ich den jetzt hier hinkriege, jawohl, da heißt es in Matthäus 28, Vers 18 folgende, und Jesus sprach,
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie, halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Toll, ne? Ist doch schön. Wisst ihr, dass es 1700 Jahre lang wurde darüber gestritten in der Theologie, ob man das denn wirklich tun soll. Und noch im 17. Jahrhundert haben die Kirchen versucht zu verhindern, dass Menschen losgegangen sind in andere Erdteile nach Afrika, um das Evangelium weiterzubringen. Mit aller Macht verhindert. Die Missionare, die ersten Herrnhuter Missionare, die durften noch nicht mal von Deutschland ausreisen. Die mussten über Dänemark, Kopenhagen ausreisen, weil es ihnen in Deutschland nicht gestattet wurde. Von wegen, wir tun alles, was der Herr uns sagt. Wir haben das über Jahrhunderte nicht getan. Und die Frage ist, tust du es heute? Denn dieser Missionsbefehl hat ein kleines Problem für mich und für dich. Er hat nämlich zwei Klammern. Die eine Klammer ist, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und die wollen wir alle haben in unserem Leben. Er ist der Starke, der Allerhöchste. Bei ihm geht, da geht nichts drüber, keine andere Macht. Deswegen brauchen wir auch keine Esoterik, keinen Okkultismus, keinen Satanismus. Jesus hat alle Macht im Himmel und auf Erden. Und das wollen wir alle. Und da jubeln wir. Ja, diesen starken Jesus. Und dann gibt es die zweite Klammer am Ende. Da heißt es, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Nicht einen Tag im Leben, nicht eine Stunde im Leben, nicht eine Minute im Leben wird Jesus dich alleine lassen. Und schon gar nicht dann, wenn es ans Ende unseres Lebens geht. Da machen wir uns so viel Sorgen drüber. Wie werden wir sterben? Gott wird bei dir sein. Und er wird dir die Hand halten. Er wird dir Frieden in dein Herz geben. Mach dir darüber keine Gedanken. Ich bin bei euch alle Tage, bis zum letzten Tag deines irdischen Lebens und dann für die Ewigkeit hinaus ohne Ende wird er bei uns sein. Das wollen wir gerne. Da sind wir alle dabei. Okay, ich bin überzeugt, keiner, der hier ist und Jesus nachfolgt, wird sagen, nee, das ist mir gleichgültig. Leider gibt es zwischen den beiden Klammern noch einen anderen Text. Und der macht uns manchmal Sorgen. Da sagt Jesus doch tatsächlich dir, nicht irgendeinem ausgebildeten Missionar. Er sagt, dir, Ortwin, dir, Michael, dir, Christa, sagt, darum geht hin und lehret alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Wie kann der Herr das tun? Das hat er damals schon getan, obwohl er eine Gruppe von meist ungebildeten Jüngern hatte. Waren keine Studierten. Da kam erst der Paulus nachher dazu als hochstudierter Mann. Er schickt einfach irgendwelche Normalis wie dich und mich los und sagt, geht hin in alle Welt. Und vielleicht ist es bei manchem so gegangen wie bei dir und mir jetzt. Okay, bleib cool, Hilmar. Das steht in der Bibel, klar. Aber wieso soll das mir gelten? Ich bin als junger Mann groß geworden mit christlichen Musikern. Und einer von diesen Musikern, der hat das sehr, sehr auf der Stirn gehabt. Und hat gesagt, du musst dem Herrn eines Tages begründen, warum du nicht in alle Welt gegangen bist. Und du musst ihm sagen, warum du in Deutschland geblieben bist. Und welchen Auftrag dieses Missionsbefehls du hier in Deutschland ausführst. Gut, die Maike ist jetzt nach Thailand gegangen, die Christina in die Karibik, wunderbar. Und viele aus der Gemeinde haben sich ausbilden lassen und dienen heute Gott an anderen Orten. Aber was ist mit dir? Und was ist mit mir? Wo ist mein Platz? Wo will Gott, dass wir Jünger machen? Geht hin und lehret alle Völker und taufet sie und lehret sie halten, machet sie zu Jüngern, schreibt Martin Luther. Wo tust du das? Und wenn Gott das sagt und Jesus das so sagt, dann hat er für dich einen
Plan, einen Abschnitt, vielleicht mehrere im Laufe deines Lebens, Pläne, wie du ihm gehorchen kannst, nachfolgen kannst und wie du genau das tust, wozu Gott dich gebraucht auf dieser Welt mit deinen Gaben und Fähigkeiten. Und darum nochmal die Frage, angesichts dieses Missionsbefehls, glaubst du allem, was Jesus sagt? Gib ihm bitte innerlich eine Antwort. Und jetzt die Frage, tust du alles, was Jesus sagt? Bist du bereit, das umzusetzen, was Jesus dir gesagt hat? Darum geht hin. Darum mache zu Jüngern. Darum lehret sie. Darum taufet sie. Bist du selbst schon getauft? Bist du Teil dieses Missionsbefehls? Lässt du dich lehren? Gehst du regelmäßig in eine Gemeinde? Studierst du die Bibel? Lass ich mich auf den Namen Jesu taufen? Das hat doch Jesus gesagt. Und wo tue ich das bei anderen? Ermutige ich andere, sich taufen zu lassen? Ermutige ich andere, in die Jesus-Nachfolge zu gehen? Worte unseres Herrn Jesus Christus. Das Prinzip, das dahinter steckt, hat Richard schon genannt. Das Prinzip heißt nicht, wir bekehren jemanden, sondern wir machen Jünger, die wiederum andere Jünger machen. Und da merken wir, wie weit wir davon entfernt sind, das auszuführen, was Jesus gesagt hat. Wir machen Bekehrte, wir machen Gottesdienstbesucher, Kirchenbankwarmhalter. Wir machen Leute, die ihr Leben lang in der Lage sind zu konsumieren. Immer wieder rein zu konsumieren, werden immer dicker und immer dicker. Aber es kommt nichts mehr raus oder nur ganz wenig. Jesus will, dass wir uns selbst wieder sozusagen wiederholen, dass Menschen durch unsere Nachfolge wiederum jünger werden und die wiederum andere zu Jüngern machen. Man hat mal ausgerechnet, wenn das umgesetzt werden würde und jeder Christ auf der Erde würde nur im Laufe seines ganzen Lebens einen anderen Menschen zu Jesus führen, dann wäre die ganze Welt schon missioniert. Und wir sind meilenweit davon entfernt. Wir werden überholt vom Islam. Wir werden überholt von anderen Weltreligionen. Wir sind nicht eine schnell wachsende Weltreligion, sondern wir werden zahlenmäßig im Vergleich zu anderen weniger. Weil wir nicht mehr Jünger sind, die andere zu Jüngern machen, weil uns das nicht mehr auf unserem Schirm ist. Und ich lade uns ein, dass wir das neu in den Blick bekommen. Und wie kann man das in den Blick bekommen? Nun, Spurgeon hat gesagt, wenn du eine Veränderung willst, eine wirkliche Veränderung, dann setz dich auf den Fußboden, mach einen Kreis mit Kreide um dich herum und bete, Herr Jesus, ich möchte wirkliche Veränderung in meinem Leben. Ich möchte dein Nachfolger werden. Ich möchte das tun, was du mir aufträgst. Und bitte fang du bei mir an. Erwarte das nicht von der Gemeinde. Erwarte das nicht von anderen, sondern Erweckung, innere Erweckung, fängt immer bei dir persönlich an. Bist du bereit, das zu tun, was Jesus sagt? Das umzusetzen, glaubst du ihm? Und glaubst du, dass das so für dich geschrieben ist, dass es dein Leben revolutioniert, dass es dein Leben stark macht, dass du nicht hängen bleibst im ständigen darüber nachdenken, wie geht es mir mit Jesus und das hat er falsch gemacht, das hätte er anders machen müssen und wie konnte er nur da und warum bin ich krank geworden? Unser ganzes Denken dreht sich sehr egoistisch, zu 95% immer um uns. Und Jesus sagt, geht hin. Diese wunderbare Gnade, diesen wunderbaren Christus, diesen wunderbaren Glauben, dieses wunderbare Wort Gottes, das kann nicht nur bei dir bleiben. Es ist nicht nur für dich geschrieben. Es ist geschrieben, damit alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und da wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass an diesem Reformationstag ein Ruck geht. Und zwar nicht ein Ruck bei irgendjemand, sondern durch mein Herz, dass ich mir wieder das Neue auf die Fahne schreibe. Welche Eigenschaften braucht ein Nachfolger von Jesus? Einige werden das kennen. Er muss fett sein. Also F-A-T, nicht F-E-T, aber
Er muss fett sein. Wir brauchen fette Mitarbeiter. Schaut mal, was das bedeutet. Einmal, das F steht für faithful. Jesus braucht treue Mitarbeiter. Bitte genau hinhören. Er braucht keinen, der morgen nicht mehr da ist. Er braucht niemanden, auf den er sich nicht verlassen kann. Gott wartet auf Menschen wie dich und mich, die sagen, ich will dir treu nachfolgen. Willst du das dem Herrn heute sagen? Dann bist du auf seiner Mitarbeiterliste ganz sicher oben an. Treue Mitarbeiter, die auch morgen noch da sind. Wenn ich an unser Begegnungscafé denke, wie treu dort Geschwister, auch unsere Senioren, mitarbeiten seit Jahren, das finde ich unglaublich toll. Auf die kann man sich verlassen. Die sind auch morgen noch da. Bist du ein treuer, faithful? Der zweite Buchstabe steht für available, verfügbar. Wir reden so viel über, man müsste machen in der Gemeinde. Und wie kriegen wir die Stühle hier voll? Und wie können noch mehr Leute in die Gemeinde kommen? Und. Frag dich, bist du für das Reich Gottes, für die Nachfolge von Jesus verfügbar? Redest du über etwas oder sagst du, Herr, hier bin ich. Ich nehme mir Zeit. Ich kürze meine Arbeitszeit. Ich diene dir. Herr, was möchtest du mit mir machen? Ich stehe dir zur Verfügung. Ich werde meine Prioritäten setzen. Nein, Fußball und Fernsehen und Kino und alles hat nicht mehr meine höchste Priorität. Ich habe Zeit, aber ich werde sie jetzt anders füllen. Ich möchte dir zur Verfügung stehen. Bist du für Gott verfügbar? Oder bist du ein Konsument, der immer nur nimmt, aber bei dem nicht etwas herauskommt? Faithful, treu, available, verfügbar. Und das dritte ist teachable. Ihr dürft nicht über mein Englisch, ich kann ganz schlecht Englisch sprechen. Teachable oder so ähnlich. Lernwillig. Hier sitzt du jetzt vielleicht als alter, reif gewordener Christ und sagst, oh, ich bin jetzt schon 40 Jahre lang, gehöre ich zu Jesus. Sollte in meinem Leben nochmal sich etwas grundlegend ändern? Kann Gott tatsächlich nochmal etwas anderes in mein Leben geben, obwohl ich schon 80 Jahre alt bin? Was könnte Gott aus meinem Leben machen, wenn ich ihn nur Herr sein ließe, ganz und gar? Ja, Herr, kannst du da noch mal eine Erneuerung schenken? Ja, er kann. Und er wird. Ihr Lieben, wenn wir ihm sagen, ich möchte dir als ein Mitarbeiter zur Verfügung stehen, treu, verfügbar und lernwillig, denn das, was kommt, das wissen wir noch nicht. Aber du kannst dich von ihm lehren lassen, von seinem Wort leiten lassen, von anderen Geschwistern lehren lassen, hin zu einer lebendigen Nachfolge. Und damit, mit dieser Verfügbarkeit und mit dieser Lernwilligkeit und mit dieser Treue, investiere dich, das ist unsere letzte Aufgabe, unser letztes Experiment und Angebot in eine sich vervielfältigende Gemeinde. Also investiere nicht in ein totes Loch, in ein Fass ohne Boden, sondern investiere deine Energie und Kraft und Liebe in eine Gemeindearbeit oder drumherum, die sich bewegt und die nach vorne gehen will. Und dazu gehört auch die FEG Worms. Und ich nenne mal eine Menge Möglichkeiten, das ganz konkret umzusetzen. Also, so, ich kann mir vornehmen, endlich nicht nur, das sage ich mir selber jetzt wieder, nicht nur zu sagen, ich möchte Leute einladen, ich möchte Bekehrungen am Küchentisch erleben, haben wir erlebt, und doch immer weniger gastfreundlich zu sein. Ich möchte gastfreundlich werden. Ich möchte Familien und Beziehungen stärken, Ehen stärken. Ich möchte vielleicht Gaben entdecken und fördern bei anderen, je nachdem, wie du ausgerüstet bist. Ich möchte Verantwortung übernehmen für einen bestimmten Arbeitsbereich. Ich möchte im Kindergottesdienst mitarbeiten. Boah, da sitzt die Zukunft und wir investieren oft nicht das Beste, was wir haben, in unsere Kinder. Und selbst wenn wir eigene Kinder haben, sind wir oft nicht bereit, im Kindergottesdienst sie zu lehren, Jesus mit ganzer Hingabe nachzufolgen. Vielleicht
weil wir es selber nicht tun. Was können wir mehr investieren als in unsere Kinder? Wer ist mehr wichtiger? Nichts ist wichtiger. Da sind noch lernfähige, lernwillige Menschen, die wir prägen können durch unser Vorbild. Pfadfinderarbeit, was für eine großartige Chance, Kinder und junge Leute zu bewegen, sie auf Christus hinzuweisen und ihnen die Liebe Gottes vorzuleben. Da kann man mitarbeiten, da kann man für spenden, da kann man für beten. Praktische Dienste um Haus und Hof, Laub fegen und den Garten machen. Das kann eine sehr missionarische Aufgabe sein und Teil des großen Auftrages darum geht hin in alle Welt. Diakonie, diakonisch tätig zu sein, andere Missionswerke zu unterstützen. Es gibt hunderte Missionswerke in Deutschland und weltweit, die ringen um Mitarbeiter. Vielleicht bist du in Rente gegangen wie ich. Ich habe jetzt gerade noch zu tun. Und ein Missionswerk braucht dich. Du kannst sie dort stärken, andere, die aktiv im Ausland oder im Inland tätig sind. Oder du kannst einen Missionseinsatz im Urlaub machen und deine Zeit da ganz qualitativ einsetzen. Gemeindegründung, Hauskreisgründung, angehen, planen, darauf hinarbeiten, ganz wichtig. Oder einen Gebetsdienst beginnen für unsere Ehen und Familien. Ich kann euch jetzt keine Liste geben mit Ehen, die dringend unser anhaltendes Gebet brauchen. Dringend! Und nicht nur einmal im Monat bei einem Gebetstreffen. Jeden Tag brauchen sie unsere Fürbitte. Oder der Wormser Kindertisch. Und jetzt könnte man natürlich noch viele, viele andere Dinge. Das ist eine tolle Arbeit, wo wir Kindern dienen können, die keine Liebe zu Hause oder ganz wenig Liebe zu Hause erfahren. Und die das gerne annehmen, dass sie dort in Geborgenheit essen dürfen. Oder ich denke an unser Begegnungscafé. Ich danke Gott, dass ich nicht ein Flüchtling bin, der alleine mit 20 Jahren nach Deutschland flieht, aus was für Gründen auch immer, und muss hier in einer anderen Kultur, in einer anderen Sprache versuchen, sein Leben neu zu starten. Völlig allein und unabhängig oft von den Familien. Gnade Gott, das ist kein schönes Leben, das ist keine schöne Aufgabe. Und da können wir mithelfen, Menschen zu stärken und sie auch zu Jüngern zu machen und ihnen die Liebe Jesu vorzuleben. Und ich frage euch am Ende, was könnte Gott aus deinem Leben machen, wenn du ihn nur Herr sein ließest, ganz und gar? Vertrau dich ihm an und du wirst sehen, der Herr führt wunderbar. Und wenn du heute etwas konkret machen willst, dann darfst du das gerne tun. Gleich feiern wir Abendmahl. Wir begegnen unserem Herrn. Und dann kannst du, bevor du zum Abendmahl gehst, hier nach vorne kommen. Wir stehen hier, wir beten mit dir. Und du kannst sagen, Herr, ich möchte dir da und dafür zur Verfügung stehen. Ich möchte mein Experiment starten. Ich möchte dir verfügbar sein, treu sein, lernwillig sein. Nicht irgendwann, nein, ab heute. Gott segne dich und segne uns als Gemeinde im Namen Jesu. Amen.